Und was für Auswirkungen die geplanten Schließungen von Galeria Karstadt-Kaufhof auf die Duisburger Innenstadt haben würde, darüber spreche ich jetzt mit Wilhelm Bommann, Geschäftsführer des Handelsverbands Niederrhein. Guten Abend, Herr Bommann. Guten Abend. Wir haben gerade kurz in die Protestaktion von heute Morgen vor der Duisburger Filiale von Kaufhof reingeschaut. Die Stimmung unter den Beteiligten, die ist angespannt, die fürchten stark um ihre Arbeitsplätze. Aber das ist eben nicht das Einzige, worum sie fürchten, nämlich auch um eine Verödung der Einzelhandelslandschaft. Aus Ihrer Sicht, was für einen Einfluss hätte denn die Schließung der Filiale für die Duisburger Innenstadt? Also zunächst einmal gehe ich mal davon aus, dass vielleicht der Kelch an Duisburg vorübergeht. Wäre schön, wenn beide Warenhäuser, die wir jetzt seit Jahrzehnten in Duisburg haben, auch zukünftig Bestand hätten. Es sind natürlich wirklich, ich sage mal, Frequenzbringer für die Duisburger Innenstadt und zwar auch für die Düsseldorfer Straße, aber auch für die Königstraße. Und der Verlust eines dieser Häuser wäre natürlich nicht nur für die Beschäftigten, sondern auch für die gesamte Innenstadt ein Verlust. Jetzt ist eben so, Kaufhof Karstadt, das ist ja nicht das einzige Geschäft in der Innenstadt, aber eben das einzige Kaufhaus. Wie wichtig sind denn gerade generell Kaufhäuser für die Innenstadt? Also was für einen Einfluss haben die auf die anderen Händler und auf die Gastronomie? Also sie sind ja erstens die größten Häuser, die wir am Platz haben. Das heißt, sie verursachen natürlich eine hohe Publikumsfrequenz oder Besucherfrequenz. Von denen partizipiert natürlich auch der kleine und mittelständische Einzelhandel in der Innenstadt oder im Stadtteil. Wichtig wäre nur, dass wir, ich sag mal, dieses Werbepower, was die beiden Häuser natürlich auch haben, auch in der Zukunft hätten. Dann haben wir auch die entsprechende Frequenz für die Duisburger Innenstadt. Es steht eben im Raum, dass insgesamt 60 bis 80 Häuser geschlossen werden sollen. Dadurch stehen 10.000 Arbeitsplätze auf der Kippe. Sie hatten es gerade schon am Anfang gesagt, Sie glauben schon, dass das Haus oder dass die Filiale in Duisburg bestehen bleibt. Warum? Was begründet da Ihre Hoffnung, dass die Filiale in Duisburg nicht geschlossen wird? Also das ist natürlich im Prinzip Hoffnung, aber wir haben ja seit Jahrzehnten zwei Standorte in der Duisburger Innenstadt gehabt. Auch in der Phase, als, ich sag mal, das Forum gebaut wurde, war ja nur ein Warenhaus in der Vergangenheit da. Inzwischen haben wir wieder zwei Warenhäuser. Sie haben auch entsprechende Umsätze gemacht. Allerdings ist der Wettbewerb natürlich auch durch den Onlinehandel deutlich stärker geworden. Dann hoffen wir auf jeden Fall, dass die Hoffnung ja bestehen bleibt. Wenn das jetzt eben nicht der Fall wäre, oder ich meine, die Befürchtungen, die sind jetzt ja nun mal da und man hat die Sorge. Was kann denn aus der jetzigen Situation vielleicht für die Zukunft der Duisburger Innenstadt gelernt werden oder mitgenommen werden? Also mitgenommen werden kann auf jeden Fall, dass man sieht, wie viel Solidarität einerseits auch die Beschäftigten dieser großen Häuser erfahren haben. Das muss man ganz offen sagen. Wichtig wäre, sag ich mal, dass wir dann, wenn es denn passieren würde, uns schnellstmöglich sowohl mit den Betroffenen als auch mit den anderen Einzelhändlern zusammensetzen, um dann, ja, ich sag mal, zukünftige Strategien zu entwickeln. Schwer genug, gerade im Rahmen der Corona-Phase. Herr Bommann, dann bedanke ich mich für Ihre Einschätzung und dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Dankeschön. Gerne und schönen Abend.